Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind immer noch mit dem Gefährten Sa'id bin Amir al-Jumahi. Als Sa'id bin Amir al-Jumahi nach Benina ausgewandert ist, begleitete er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und war an den Ghazawat wie Khaybar beteiligt, an den Kriegen wie Khaybar. In der ganzen Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war er ein Schwert des Islams, bis er sallallahu alaihi wasallam die Sahabe verlassen hat und zu seinem Herrn zurückgekehrt ist. Und auch in der Zeit der beiden anderen Khalifen, Herrschern, ein einzigartiger Vorbild war für die anderen. Denn er kaufte das Jenseits mit dem Diesseits. Die Zufriedenheit Allahs und seine Belohnung hat er auf die Kosten der Gelüste der Seele und des Körpers bevorzugt. Die beiden Khalifen, Abu Bakr und Umar radiallahu anhum, wussten seine Wahrhaftigkeit und Gottesfurcht. Deswegen hörten sie auf seine Ratschläge und achteten auf seine Wörter. Einst stand er vor Umar radiallahu anhu in der ersten Zeit seiner Khilafa und sagte: O Umar, fürchte Allah und fürchte dich nicht vor den Menschen. Deine Taten sollen nicht deine Wörter widersprechen, denn das beste Wort ist, was seine Taten bestätigt. O Umar, richte dein Angesicht in lauterem Glauben auf den, der dich zum Herrscher der ganzen Muslime gemacht hat. Liebe für sie, was du für dich selbst und deine Familie liebst, und hasse für sie, was du für dich und deine Familie hast. Führe, die verloren gegangen sind, zur Wahrheit. Und fürchte auf Allahs Wege niemanden, außer Allah. Daraufhin sagte Umar radiallahu an: Und wer kann das, O Sa'id? Er sagte: Ein Mann wie du, den Allah als Vormund des Volkes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, kann das, und zwischen ihm und Allah ist niemand. So bittete Umar radiallahu an von Sa'id radiallahu an, dass er Gouverneur von Hems sein soll, in Syrien heutzutage. Er sagte: Ich bitte dich bei Allah, gebe mir nicht diese Fitna, diese Prüfung. So wurde Umar radiallahu anhu wütend und sagte: Wehe, ihr habt es mir als Last gelassen und lässt mich dann alleine? Bei Allah, ich lasse dich nicht in Ruhe. Und er nannte ihn als Wali von Hems. Danach sagte er: Sollen wir dir nicht einen Einkommen festlegen? Sa'id bin Amir radiallahu anh sagte: Und was mache ich damit? Das Geld, was mir von der Schatztruhe der Muslime kommt, also Bayt Malil Muslimin, reicht mir mehr, als ich brauche. Und so ging er nach Hems.